mal hören, wie ist denn die Stimmung? Ziegelzange, Ziegelzange! Ziegelzange, Ziegelzange! Hip, hip! Hip, hip! Sieg! Das darf doch nicht wahr sein, das. Was? So viele alte Kameraden haben dir das. Ich habe einen Nachbarn, also das können Sie sich nicht vorstellen. Und vor allen Dingen, der im Straßenverkehr, wenn Sie das heute sehen, es gibt ja so eher arrogante, ignorante Leute. Nicht? Ada, nicht? Ich habe einen Friseur, wenn Sie zu dem gehen, das müssen Sie sich 175 Mal überlegen, ehrlich. Es war, hat eine fantastische Villa ohne Heizung, er geht selbst durch die Räume. Okay. Ehrlich! Es war! Hier, mein Nachbar, der Neureiche. Ah. 600er Mercedes, 12 Führerscheine. Wenn der in so einer Razzia reinkommt, der hält gar nicht an. Der macht das Fenster auf, schmeißt einen raus, fährt weiter. Ehrlich! Drei Nummernschilder hat er. Eins vorne, eins hinten, eins unten. Ich sag, warum? Sag, wenn ich jemanden überfahre, soll er sehen, wer es war. Ich hab ein Buch gelesen letzte Woche. Sowas von traurig. Mein Sparbuch, ne? Pass auf. Und nun gehe ich ja öfters zur Bank, mein Füllfederhalter füllen. Und wie ich das... Was da für Typen reinkommen. Herr Neureich. Halbe Brille. Monokel. Zack, zack. Geschlachtetes Sofa auf dem Mantel hier oben, so hier. Ging auf den Kassierer zu, sagte er, mein Name ist Schmidt, ich möchte gerne ein neues Scheckheft, Sie Arschloch. Sagt er, wie bitte? Ich möchte gerne ein neues Scheckheft, Sie Arschloch. Der hin zum Direktor, sagt er, stellen Sie mal vor, Herr Direktor, da drüben, da steht einer, der tituliert mich. Nein. Sagt er, schmeißen Sie die Typen doch raus, hören Sie mal zu. Sagt er, einiges können wir doch hier nicht gebrauchen. Was will der denn? Sagt er, will ein neues Scheckheft. Sagt er, wie heißt der denn? Sagt er, Schmidt. Sagt er, hat er bei uns ein Konto? Sagt er, jawohl. Sagt er, wie hoch? Sagt er, 800.000 Mark. Ja, dann geben Sie ihm noch ein Scheckheft, Sie Arschloch. Ja, Junge. Nee, da kann man Typen, wenn man so lokal sitzt, da kommen ja Typen rein. Das Lokal hatte eine Drehtür. Pass auf, kam einer rein, total besoffen. Durch die Drehtür, klatsch gegen den Tresen. Doppelten Whisky. Sondern wir verkaufen nichts an Besoffene. Wiedersehen, ja rein in die Drehtür. Pssst, einmal rum, klatsch wieder gegen den Tresen. Flasche Wein. Sondern wir verkaufen nichts an Besoffene. Wiedersehen, ja wieder rein in die Drehtür. Pssst, wieder rum, klatsch gegen den Tresen. Flasche Sekt. Sondern wir verkaufen nichts an Besoffene. Sondern sag mal, gehören dir denn alle Lokale in Köln hier noch? Typen! Hier, meine Damen, da kam der Größte rein. Emmels hier, da hatte seinen Arm, den hielt er so. So, pass auf, kam der rein. Ja, die Mann, sag einen doppelten Whisky bitte. Pff, weg war er. Noch einen. Pff, weg war er. Ich gehe auf den zu. Ich sage, entschuldige für was. Was haben Sie denn mit Ihrem Arm gemacht? Mensch, da hat mir einer meinen Teppich geklaut. Typen! Nee, aber man soll es lassen, wenn man fährt. Also nicht Alkohol, ne? Weg vom Steuer, ehrlich. Ich hab's erlebt jetzt letzte Woche hier in Köln. Frontal, direkt gegen den Mann. Puch, vier Mann stiegen aus. Zum Glück nichts passiert. Polizist war gleich da. Sagte, meine Herren, ich hab's gesehen. Wer von Ihnen hat gefahren? Sagte, das ist es ja, Wachmeister. Wir haben alle vier hinten gesessen. Ah. Das. Typen, ne? Aber das sicherste Fahrzeug ist immer noch die Straßenbahn, ehrlich, ne? Ich will ja keine Reklame für machen, aber es ist sicher, ehrlich. Ich hab's erlebt letzte Woche noch hier, ich fahre ja öfters mit der Tram. Nur eins muss ich sagen, das Gedränge ist nicht mehr so da, wie das früher war. Nach Büroschluss, 5 Uhr, man stellt sich in Reihe und Glied, ganz auf Englisch, hat man gelernt, hier, flott. Ah, stand als Erste vorne eine junge Dame, hatte so einen hautengen Maximantel, hinten so große Knöpfe. Jetzt hätten sie das Drama erleben müssen, als die Straßenbahn kam, wollte die einsteigen mit dem engen Ding. Kriegt den Fuß nicht hoch. Hat sich so nach hinten gebeugt, hat sie einen Knopf aufgemacht, immer noch nicht. Hat einen zweiten Knopf aufgemacht, nee, immer noch nicht. Jetzt stand ein junger Mann hinter ihr, dann haben sie so eine Architektur und bums war sie drin. Ich sah ihn, die war vielleicht sauer. Die sagt, was erlauben Sie sich? Ich kann mich doch nicht einfach so unsittlich berühren. Ja, so, dann kommen Sie, ich lass mal von Ihnen eine ganze Hose aufknöpfen hier.